Herzlich willkommen zum heutigen Präsentationsworkshop über Präsentationen halten, was ja an sich ein bisschen Meta ist, aber Meta mögen wir Informatiker besonders gerne. Insbesondere mögen wir unangenehme Kommunikationssituationen wie die jetzige. Ja, darum geht es hier, kann man priorisieren, was wirklich wichtig ist. Das geht besonders dann gut, wenn man 18 Folien für 7 Minuten hat, so wie heute. Deswegen springe ich auch direkt zu Folie 7. Wir sehen hier die Erfolgsfaktoren. Die Erfolgsfaktoren, das Allerwichtigste für gute Präsentationen ist Vorbereitung. Ja, eine Minute muss reichen, aber ohne Vorbereitung sollte sich niemand hinstellen. Und die Frage ist, was hat man überhaupt für Zuhörer? Wir können mal kurz abfragen, wer von Ihnen kommt hier direkt aus dem Gebäude und musste nicht nass werden. Okay. Wer ist heute richtig nass geworden? Okay. Das heißt, die meisten sind in der Situation wie wir sind weit hergekommen. Und das wirkt sich natürlich auf das Verhalten aus. Der zweite Punkt, wenn man mit geschlossenen Haaren dasteht und nur so tropft, hat man natürlich ein anderes Auftreten in einer Präsentation, als wenn man eine Präsentation in trockenen Tüchern hat. Das ist viel besser. Schließlich Visualisierung. Just keep it smart and simple. Smart ist zum Beispiel auch, sein eigenes Smartphone auszuschalten, was ich nicht gemacht habe. Also wenn Sie mich jetzt anrufen, blamieren Sie mich ganz schrecklich. Ja, das war sicher. Ich weiß ja, dass keiner von Ihnen die Nummer hat. Ich habe es letzte Woche übrigens verloren, dachte ich. Ich habe extra bei der Telekom angerufen, um die SIM-Karte sperren zu lassen. Wurde dafür erstmal dreimal aus der Leitung geschmissen, bis ich endlich mal durchgekommen bin und die SIM-Karte sperren konnte und habe es dann am Montag tatsächlich unter einem Paper in meinem Büro wiedergefunden. Und in der Zeit hat mich auch keiner angerufen, also ist es jetzt nicht so schlimm, aber vielleicht wollen Sie ja dran denken, nach den Vorträgen Ihr Smartphone wieder einzuschalten. Ja, das ist ein weiterer Trick, ich springe jetzt einfach mal zur Folie 13, ich habe keine Ahnung, was draufsteht. Präsentationsfehler, Smartphone klingelt, ist natürlich einer. Ein weiterer Fehler ist es, von einem Thema, wo Sie keine Ahnung haben, nicht zu dem Thema zu kommen, wo Sie Ahnung haben, wie zum Beispiel Mobiltelefone. Ja, ich hatte gerade eine ganze Vorlesung darüber und da ist ganz einfache Regel, ja, Sie sollten dann auf Ihr Mobiltelefon schauen und längere Zeit drauf schauen, wenn Sie entweder alleine sind oder wenn die Leute, mit denen Sie sich gerade abgeben, Sie überhaupt nicht interessieren. Das sind so die beiden Hauptregeln, dann auf jeden Fall lange aufs Smartphone gucken und ansonsten einfach lassen. Ja, Rechtschreibfehler ist auch ganz schrecklich auf Folien. Wir können ja mal gucken, ob wir welche finden. Raumnähebeziehung. Schwierige Personen. Ja, ich bin jetzt den Prinzipien der Ganzheit, Einfachheit und Freude verpflichtet, sagt das Huhn. Und das andere sagt bei mir, gilt nach wie vor Friede, Freude, Eierkuchen. Ja, also wenn Sie schon Hühnerwitze nehmen, sollten Sie gute Hühnerwitze nehmen, wie das Huhn. Was zum Beispiel wie das Huhn, das über den Hühnerhof läuft und schreit, es ist ein Ei! Es ist ein Ei! Ja. Wenn Sie einen wirklich guten Vortrag hören wollen, können Sie auch zu YouTube gehen und nach Chicken suchen. Ein Vortrag, der ein wissenschaftlicher Vortrag, der mit diesem Titel gehalten wurde, eigentlich heißt der Chicken Chicken Doppelpunkt Chicken. Und jedes Wort in diesem Vortrag ist, wie Sie schon erraten können, Chicken. Ja, das ist wirklich gut. So, aber wir sollten zum Schluss kommen. Das heißt, das ist die letzte Folie. Ganz wichtig, am Schluss sollte man eine Folie haben, über der sowas Beruhigendes für die Zuhörer, Beruhigendes wie Zusammenfassung steht oder Summary. Und nicht Gesprächsführung und Strategien. Aber das ist hier in diesem Vortrag nur mal so. Er ist auch sehr klein gedruckt, damit man ihn durch schnelles Hinschauen nicht lesen kann. Ich weiß nicht, ob Sie da überhaupt eine Chance haben. Technik des gemeinsamen Nenners. Folgen und Nebenfolgen abwägen. Ja, das sind wirklich wichtige Dinge bei Präsentationen. Die Folgen kann man schlecht abwägen. Ja, wer kann schon die Haftung für den Vortrag übernehmen, die man hält? Ja, nachher gehen die Leute raus. Ideen im Kopf und ja, werden dann pitchnass und denken, das ist eine gute Idee, weil sie nicht richtig zugehört haben. Aber konstruktive Kritik, kreativ, realistisch und informatiert, Tür öffnet intensiv, konstruktiv. Ha, Kritik, ja, das ist eine wunderbare
Passionen, Akronyme finden. Ja, wirklich, wenn man ein neues Projekt macht, unbedingt ein gutes Akronym finden, damit die Leute sich das Projekt auch merken können oder eben in dem Fall das Kritik auflösen. Schönste Projekte, die ich dabei habe, sind Salsa und sichere Außenlogistik im Außenbereich ist viel langweiliger als Salsa, wo dann jeder gleich an scharfe Soße denkt. Oder Scambi, das klingt so sensorbasierte irgendwas, habe ich vergessen, aber Scambi weiß ich noch. Wir hatten auch ein schönes Logo, bei dem man auch immer Hunger bekommen kann. So, eine Uhr habe ich mir, glaube ich, wurde mir gesagt, aber mir hat keiner gesagt, wo sie steht. 1,5 Minuten haben wir. 1,5 Minuten, das heißt, wir haben Zeit für Fragen. Gibt es Fragen? Vorbereitung. Vielen Dank.